Okay. So. Was muss ich denn jetzt machen? So. Liefern Sie Folgendes zu Dr. Bacon noch. Ein was? Repariertes Datenlog. Ein repariertes Datenlog kommt sofort. Kurz geräuspert. Na, ich stelle mich heute auch ein bisschen dämlich. Ah, repariertes Datenlog. So. Schiffi, du fährst wieder hier hoch. So. Und jetzt muss ich mich hier mal um die Leute kümmern. Was wollen die? Gemeinschaft haben sie, Nahrung haben sie. Ich glaube, ich habe die Formel zum Glücklichsein gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch eine Frau dafür. Oh, toll. Dann lassen Sie mal sehen. Es muss doch möglich sein, diese Firewall zu deaktivieren. Diese Codes sind ungewöhnlich. Vielleicht kann Dr. Devi helfen. Er arbeitet im Unterwasserlabor. Nehmen Sie einfach meinen Trimaran. Oh, cool. Krieg wieder so ein U-Boot. Aber erstmal kurz gewartet. Ich will mich auch um meine Be Bürger kümmern. Das wollte ich schon bei einer Belegschaft sagen. Wir sollen es ein bisschen schöner haben. So. Und dann Häuschen natürlich wieder. So. Muss ich hier hoch? Trimaran. Wo muss ich denn hin? Ah, hier hin. Tauchen bitte. Danke. Jetzt geht's wieder ab über Wasser. Über Wasser ist sowieso schöner. Scanner registrieren Bewohner auf dieser Insel. Auf welcher Insel? So, auf der Insel, ja? Nun, wie ist der Stand der Dinge? Diese Firewall ist ungewöhnlich. Das ist kein SAAT-Standard. Ich gebe die Daten in unser Analyseprogramm ein. Mal sehen, ob wir den Sicherheitsmechanismus knacken. Ah, okay. Was ist das? Stromausfall? Die Kommandokonsole. Alle Systeme sind ausgefallen. Die Sauerstoffpumpen reagieren nicht mehr. Das ist aber schlecht unter Wasser. Warnung. Menschliche Individuen in Lebensgefahr. Stromversorgung muss reaktiviert werden. Lade Notfallprotokoll. Huch. Was muss ich denn jetzt machen? Was? Jede Sekunde zählt, folgen Sie Eves Not. Beladen Sie. Was? Bitte beeilen Sie sich, bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoffvorrat wird nicht mehr lange reichen. 20 Bauzellen, 9 Tonnen Werkzeug. Okay. Schiffi. Spiel gespeichert. Danke. So, du kommst her. Tausch schon mal auf. Und fährst wieder hier hin. So. Was ist hier los? Fischerei, komm, Pause. Pause. Naja, einen können wir produzieren lassen. So, wir haben einfach zu wenig Leute. Ich will schon langsam mal einen Plus einfahren. So, was brauchen Sie denn? Getränke wollen Sie. Aber erstmal muss ich hier. So. So ist rankommen. 20 Bauzellen, 9 Tonnen Werkzeug. Das muss schnell gehen. Fuck, 20 Bauzellen brauche ich. 9 Tonnen Werkzeug. So, 10 haben wir oben. Haben wir irgendwas zur Bauzellen? Nee, die produzieren Werkzeug. Ah, ein Depot. Scheiße, ich habe ja gar nichts, dass ich Bauzellen produzieren kann. Ja, ich find's nicht. Wo ist es denn versteckt? Warnung. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt.
Diese Stadt ist ein fabelhafter Ort für Wissenschaft und Forschung. Nobelpreis! Ich komme! Ja, da fehlt eine Straße. Ach, scheiß auf das Gebäude jetzt. Achtung! Bevölkerung verlässt die Stadt. Ja, ist mir jetzt gerade mal Pelle. Vielleicht bei den Ekos. Holz, Biokost, Kommunikation, Munition. Brauchen die keine Bauzellen? Verflucht! Ich finde die Bauzellen nicht. Achtung, Produktionsstillstand. Wo kommen die her? Verstehe ich nicht. Rauf damit, so. So, ab unter Wasser. Da habe ich mal zu tief gezoomt. Ich weiß nicht, wieso, dass ich keine Bauzellen produzieren kann. So. Aber das Unterwasserbauen ist auch irgendwo cool. Mal gucken, wann ich das machen kann. Ich nehme zu wenig Steuern ein. So. Bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoff... Bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoffvorrat wird nicht mehr lange reichen. Na komm. Bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoffvorrat wird nicht mehr lange reichen. Na komm. Ich bin doch da. Oder muss ich den Scheiß bauen? Bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoffvorrat wird nicht mehr lange reichen. Errichten Sie eine freie Stelle des Unterwasser... Ah. Ein, was? Ein Tiefseekontor. Tiefseekontor, Tiefseekontor, Tiefseekontor. Achso, scheiße. Wo ist mein Schiff? Da ist es ja. So, ein Kontor, 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 Tiefseekontor. So. Hallo? Bitte beeilen Sie sich. Unser Sauerstoffvorrat wird nicht mehr lange reichen. Jetzt habe ich einen Tiefseekontor. Cool. Okay. Okay, okay, okay. Was ist jetzt los? Sorgen Sie für Energie, indem Sie Folgendes errichten. Was? Gezeitenkraftwerk. Ein Gezeitenkraftwerk. Ein Gezeitenkraftwerk. Aber immer doch. Geräteschuppen. Plaza. Hafenmauer. Ach so, bin ich verkehrt dran. So. Ach. Tags. Die Tags sind ja die einzigen, die wir das können. Was? Gezeitenkraftwerk. So. Leite Energietransfer ein. Systemneustart initiiert. Sauerstoffpumpen reaktiviert. Die menschlichen Individuen sind außer Lebensgefahr. Gut, dann haben wir das zumindest geschafft. So, jetzt die ganzen Nachrichten hier weg. Die stören mich gerade ein bisschen. Das war knapp. Einen solchen technischen Aussetzer hatte ich nicht erwartet. Aber dank Ihrer Hilfe laufen die Systeme wenigstens im Notfallmodus. Dann ist ja gut, dass das zumindest tun. Es ist mir und meinem Team gelungen, die Firewall auszuschalten. Aber hier hat es einige Kurzschlüsse gegeben. Wir müssen die Datenanalyse bei Ihnen fortsetzen. Ist ja Wurst. Wieso ist Nahrung nicht voll versorgt? Ich verstehe es nicht. Vielleicht brauche ich hier noch eine Anbindung, dann sind sie vielleicht besser versorgt. So, vielleicht. Dann mache ich Ihnen natürlich Getränke. Was brauche ich denn? Zuckerrohrfarm, Kaffeeplantage. Was ist denn das? Carbon zeigt allen Gebäuden. Ölplattform.
Kann ich die hier irgendwo... Nein, ich kann keine Ölplattform setzen. Ölraffinerie. Ah, scheiße. Egal, dann trinken sie nichts. Fürs Erste, so. Was ist jetzt los? Habe ich das Datenlog schon? Nö. So. Schipper hier hin. Das ist wirklich erstaunlich. Das Datenlog wurde mit komplexen Mechanismen gesichert. Fragen Sie nicht wie, aber der nicht autorisierte Zugriff auf Ihre Arche, der Stromausfall hier, beides scheint zusammen zu hängen. Hm, ja, könnte sein. So. Warnung. Drohender Nahrungsmangel. Maßnahmen erforderlich. Jetzt wäre auf einmal Nahrungsmangel. Was sollen die Kacke? Das Ding ist doch voll. Wieso ist dann drohender Nahrungsmangel? So, brauchen die noch andere Nahrung? Wartet mal, das nee. Aquafarm. Was dieses, diese Farm kann den Boden dieser Insel nicht benutzen. Nein. Darf ich raten, das kann ich nur unter Wasser bauen? Da ging es, wenn ich die Rohstoffe für hätte. Aha. Interessant. Komm, dann machen wir hier Pause. Huch. Machen wir den auch Pause. So, rein damit. Was nehmen wir denn mit? Ein paar Bauzellen, 30 Stück dürfen reichen. Ein paar Werkzeuge dürfen auch reichen. So. Dann fahren wir wieder hier runter. Hört mein Schiff? Nö. So, das hole ich mir Achtung, auch mal wieder. Produktionsstillstand. Wo? Ihr verarscht mich doch. Ach, der Nachrichtenfilter. Produktionsstopp. Ja, der kann ruhig stoppen. Einer ist besser als gar keiner. So. Und wieso kann ich keine Getränke machen? Das ist voll doof. Hoppala. Bräuchte ein Ölvorkommen. Ich müsste eins suchen. Habe ich jetzt aber auch keinen Bock zu, dass ich mir ein Ölvorkommen suche. Bodenschätze, 4 Stück. Basalt. Minenplätze. Eisen. Blöd. So, jetzt baue ich mal die Unterwasserscheiße. Zack, 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 zack. Ach, cool. Und unter Wasser. Dann mache ich mal die Funktionsnahrung. So. So. 2 dürften reichen. 6 Stück kann ich hier mit dem platzieren. So, 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 und so. Dann nehme ich da auch nochmal 6 Stück. So, 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 und
So. Unter Wasserstraßen brauche ich ja da nicht, oder? Hoffe ich mal. Dann brauche ich noch das hier. So, und wenn ich jetzt unter Wasserstraßen bauen kann, dann glaube ich es aber. Straße. Nahrungsversorgung sichergestellt. Problem gelöst. Tatsache, ich kann hier unter Wasser so eine Art Straßen bauen. Halten Sie sich nicht damit auf, das Essen persönlich hier abzuholen. Diese nützliche Software wird Ihren Warentransport automatisieren. Aha, gut zu wissen.